Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Wie versprochen, rennen wir jetzt schnurstracks ins nächste Spittenhaus. Ich hoffe mal, ich kann das jetzt machen, ansonsten ist das Fail. Eure Sümpfe... Nein, andere Seite. Eure Sümpfe. Eure Tipps. Wie komme ich auf Sümpfe? Weil ich es gerade gelesen habe, glaube ich. Ach, das ist peinlich. Egal. Eure Tipps sind ja schon öfters mal auf Ignoranz meinerseits gestoßen. Das gebe ich ja zu. Nicht absichtlich. Aber, das ist ja schon öfter passiert, also, ne. Ihr seid das ja gewohnt praktisch. Und, ja, aber ihr habt mir teilweise auch gesagt, ja, benutzt mal mehr die Hasenohren. Und jetzt habe ich mal die Hasenohren benutzt und er war auch wieder falsch. Alles macht man falsch. Schade. Aber ich hoffe mal, jetzt hier ins Spinnenhaus zu gehen, ist nicht falsch. Da ist immer noch das, das Grab von Mikau, das irgendwie da geblieben ist. Aus irgendeinem Grund. So. Hier haben wir eine Schick. Nein, mit Krabbelminen. Ach. Ah, da hört man es schon dahinter. Ems. So. Mit Pfeilen bin ich ja zum Glück voll ausgerüstet. So, ja. Obwohl ein Greifhaken natürlich cleverer wäre, weil ich es ja eh noch holen muss. No. Aber ich erreiche die da hinten bestimmt trotzdem. Kommt ja außerdem wieder zurück. So. Und man hört sie auch immer. Das haben wir ja beim letzten Mal schon erörtert. Schön alle Krüge kaputt machen, weil da können sie ja auch drin sein. Außerdem mache ich immer alle Krüge kaputt. Hier waren nur Pfeile. Sehr gut. Ich bin ja mal gespannt, was noch so an Items kommen wird. Beziehungsweise an Masken auch, weil ich meine, wenn ihr mal so guckt, mir fehlt noch ein Item und ja, hier Lichtpfeil möglicherweise. Irgendeine Art von Pfeil. Und hier unten dieses Item hatte ich auch noch nie, glaube ich. Ich hatte dem die Träne, die... Obwohl, war da vielleicht dieses Ding, was man dem einen Sora zu essen gegeben hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber guck mal hier, es ist ja mal richtig hübsch. Kann man hier irgendwie gegenrollen, oder ist das... Deko. Das ist Deko. Gut. Ah, jetzt habe ich natürlich leider keine Deko-Stäbe. Dann muss ich es mit dem Feuerpfeil machen. Was man gegen Spinnweben macht, hat man ja schon im Deku-Baum gelernt. Damals in Ocarina of Time. Kann man die hier oben eigentlich auch abbrennen? Würde mich mal interessieren. Tatsächlich. Und bringt das auch was? Eigentlich nicht. So. Die krabbeln hier aber auch die ganze Zeit hoch und runter. Oh, der nicht. Gut. Halt, aber... Der schon. Okay, der krabbelt immer nur so ein Stückchen. Aber cooles Haus hier irgendwie, finde ich. So, ich weiß gar nicht, gibt es hier auch wieder 50 oder... Und was war mit so Krügen hier? Da sind die bestimmt irgendwie auch drin, oder? Ja. So, dann haben wir... Da war keine drin. Da war auch keine drin. Ey, was läutet das hier? Da war auch eine drin. Ah, von Spinnweben verdeckt.
So, dann hätten wir schon ein Zehntel, wenn die Rechnung aufgeht. Und man hört es jetzt zwar noch mächtig rascheln, aber ich glaube... Aber hier raschelt es irgendwie noch so. Lieber mal alles abbrennen hier. Oh, guck mal da oben. Oh, das ist jetzt aber tricky. So, da habe ich sie. Der raschelt aber immer noch voll laut. Haben wir hier noch mehr, die auf diesen Deckenbalken rumkrabbeln? Oder sind die irgendwie hier in diesen komischen Statue-Köpfen drin? Oder irgendwie hier in den Kisten und man muss die wegsprengen? Egal, wir gehen erstmal in den nächsten Raum. Guck mal, hier so eine Bücherei. Oh, das ist echt nice hier. Schönes Spinnenhaus. Ich vergesse immer, dass wir ja nicht im Ikana Canyon sind, sondern am Meer eigentlich. Da oben ist ein Ding. Kann ich mit dem quatschen? Ach, der denn da? Sitzt hier so ein Skelett auf dem Bücherschrank? Hey, komm mal runter, Kollege. Kann man den irgendwie hier runtergrabben vielleicht? Jetzt ist er kaputt. Ich will mit dem reden. Wie mache ich denn da? Oh. Ey, guck mal, hier hängt ein Bild von dem Horror-Kit. Warum das denn? Warum ist das hier verewigt? Ah, vielleicht hat es das selber aufgehangen und dieses Skulptura damit verdeckt. Warum auch immer. Okay, gut. Hier ist noch so ein Bild. War nichts drunter. Ja, alle Bilder hier mal abhängen. Was ist das? Was ist denn das? Das ist ein Knochengänger, einer der verwunschenen Krieger von Ikana. Was hast du nun vor? Mit ihm quatschen. Hey, Kollege! Huch! Ah, Hauptmann, Sir! Es ist schon so lange her, dass wir euch gesehen haben. Wir gehen dem Geheimnissen dieses Ortes nach, genau wie ihr es uns befohlen habt. Aufgrund meiner Informationen sollte Rot als Sexus getroffen werden. Habe ich meine Pflicht erfüllt, Sir? Ja. Ah, hab Dank, Sir. Ich hoffe, dass meine Informationen hilfreich waren. Wie ihr es befohlen habt, werde ich nun meine letzte Pflicht erfüllen. Jawohl, Sir. Und sich umbringen. ja, gut, wenn du meinst, dass das... Rot muss als Sechstes getroffen werden. Ich glaube, das ist so ein Zusatzding, kann das sein? So, da haben wir die nächste. Ja gut, dann ist das wohl vermutlich schon das Item. Eigentlich das erste, was ich im Ikana Canyon bekommen habe. Mit dieser Maske. Hier brennen überall so die Kerzen seit wer weiß wie vielen Jahren hier schon diese Krieger tot sind. Aber hier hatte ich schon geguckt, oder? Hier raschelt es natürlich noch unheimlich, aber... Ich weiß nicht, kann man... In A Link to the Past musste man ja mal gegen so ein Bücherregal rollen. Ne, laufen, da konnte man ja nicht rollen. Aber man musste laufen. Der sieht irgendwie so rissig aus. Ich
man das irgendwie schieben? Das kann man tatsächlich schieben, was ist das denn? Okay, ich glaube, hier muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. Aber was ist denn das hier? Was soll das? Da ist eine drin oder was? Ah, okay, dann gehen wir nochmal da oben gucken. Da habe ich ja auch so ein schwarzes Viereck freigelegt. Hier, da auch so eine drin. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Ja, und ansonsten, was ist das hier für eine Klappe? Kann man die irgendwie wegsprengen? Es raschelt hier noch überall so laut. Aua. Gut, nee, hier war nichts. Und sonst noch irgendwelche Bilder irgendwie? Nee. Aber hier raschelt es noch bis zum Geht nicht mehr. Kann man diese Regale hier vielleicht auch noch verschieben? Irgendwie so ganz komisch. Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann gehen wir hier oben mal wieder raus und schauen mal, was unten ist. Man kann sich das dann ja so nach und nach anhand des Geräuschpegels praktisch erschließen. Ich weiß gar nicht, hört man die auch aus den Nachbarräumen? Bin mir gerade unsicher. Okay, hier waren mal ausnahmsweise mal keine drin. Finsternismaus. Aber hier ist überall ein Lärm, du. Wirklich. Ah, da oben. Ich sehe sie. Und hier ist die nächste. Nice. Das sollte dann jetzt ein Fünftel sein, wenn es 50 sind. Ich meine, es wären 2x 50, wären 100. So wie in Ocarina of Time. Da waren es ja auch 100. Ja gut, in Ocarina of Time war das auch was völlig anderes, muss man ja auch dazu sagen. Da krabbelt sie so ganz komisch sneaky. So, da haben wir Nummer 11, nice. Dann fackeln wir das hier auch nochmal wieder ab. Das ist ja schon die nächste. Okay, man muss tatsächlich mit dem Greifhaken hineingrabben. Ich glaube, ich muss nochmal versuchen, mit dem einen Typen in der Bücherei zu reden. Ich hoffe mal, der ist wieder da. So, was ist mit dem Krug da? Pfeile. Da war eine drin. Aua. Na, dann machen wir das mal auf die ganz billige Art und Weise. Na gut. Bretter rauflegen, holst du ja. So. Und diese Dinger da? Ne, die hängen da einfach nur so. Zu Deko-Zwecken. Zu Deko-Zwecken. Ja, okay, der Witz ist irgendwie nicht witzig und auch... Kann man die nicht irgendwie... Auch mal gegen beide dagegen rollen. Gegen beide dagegen rollen. Krabbeln aber durchaus da auch mal rein. Vielleicht muss man da so extrem an der Wand mal gucken. Aber hier ist jetzt leise, hört mal. Hier ist nichts mehr los. Gut, nice.
Dann schreiten wir zum nächsten Raum vor. Guck mal, da ist voll die Spinne auf der Tür. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh. Wir wissen ja jetzt, wie man diese Viecher eliminiert. So. Hier ist voll so das alte Haus mit so einer Bibliothek und einem Lager und einer Treppe, die dann da so mit... Ah, so voll schön gemacht. Gefällt mir. Und, ja, so ganz ehrlich, mich stört's jetzt irgendwie nicht so, dass die Grafik halt eben doch einfach extrem alt ist. Muss man ja eigentlich dazu sagen. Dass die Grafik schon ziemlich alt ist und dass man das auch sehr deutlich sieht, aber... Ich meine, ihr kennt mich ja, meine Zuschauer kennen mich ja ein bisschen. Vielleicht wird es irgendwann auch mal Zuschauer geben, die mich nicht so kennen. Wäre ja eigentlich wünschenswert, aber naja, träumen darf jeder mal, oder? Auf jeden Fall, da ist jetzt eine drin, oder? Nee. Okay. Oh, aber da ist eine. Genau. Meine Zuschauer werden ja wissen, dass ich doch gegen schöne Grafik nichts einzuwenden habe und auch gerne mal irgendwie dann ein Spiel wegen der Grafik spiele. Aber bei Zelda, muss ich sagen, ist das echt unwichtig. Und das spricht eigentlich sehr für das Spiel, finde ich, wenn das unwichtig ist. Weil das heißt dann im Grunde genommen, dass es schon ziemlich gut ist. Kriegt man auch echt nicht mit dem Schwert. Muss man echt 2 Zentimeter vor sich mit dem Greifhaken grabben. So, eine ist hier aber noch drin. Und ich frage mich gerade irgendwie, wie... Ach so, vermutlich muss man hier irgendwie raufklettern. So ein bisschen. Damit man hier oben weiterkommt. Genau, dann kann man sich da ran grabben. Und landet hier auf schon etwas älterem... Morschenholz. Sehr löchrig ist. Nur, wo geht's denn jetzt weiter? Und hier ist noch irgendwo eine. Hört ihr das? Die habe ich doch schon mal zerrollt, oder? Aber da kommt es irgendwie genau raus. So, und hier ist jetzt auch nichts mehr los und weiter scheint es hier auch nicht zu gehen. Oder war hier noch irgendwas? Ich irgendwie... Ich sollte mal meine Bombenmaske benutzen. Aber, nee. So beendet man das Menü, meine Güte. Ich mit meinen Knöpfen. Gut, also hier ist alles clear, würde ich mal sagen. Ich verstehe irgendwie nur gerade nicht, wo... Oder ging es hier noch irgendwo nach oben? Hier war ja eigentlich nur die Treppe gewesen. Oh, aber hier geht's noch weiter. Da war ich noch nicht drin. So, einfach eine Tür übersehen. Okay, oh. Ich glaube, hier muss ich irgendwas in der richtigen Reihenfolge abschießen. Das Rote als Sechstes oder so. Hat der Typ doch da hinten gesagt. Hier sind überall diese Bilder, ey. Schlicht. Als Sechstes kann aber irgendwie nicht sein, oder? Wenn. Oder meint der. Er meint bestimmt, ich muss es mit Modulo 6 verrechnen. Was irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Oh, guck mal, da oben ist aber noch eine. Krabbelt hier so lang.
Ups. So, da kommt sie wieder zurück. Wäre ein bisschen tricky hier, wenn man ihre auf ihre Beinchen zielt. Das ist Nummer 20. Dann sind wir ja bald bei der Hälfte. Wobei hier sieht es irgendwie nicht so aus, als würde es hier groß weiter. Ah, bin ich mal gespannt. Mann, warum geht das nicht? Jetzt kommen. Okay, ich faile gerade mal wieder gnadenlos herum. Hallo? Geht doch. Aber da raschelt es eh nicht raus. Gut. Ah, hier geht's weiter. Und jetzt muss man die Dinger in der richtigen Reihenfolge abschließen, oder? Guck mal. Der Aufwand lohnt sich aber immerhin. Krabbelt bestimmt noch eine unter dem Tisch her. Ich muss unter den Tisch kriechen. Schade, dass man in Majora's Mask nicht mehr so... Hat man hier überhaupt mal jemals gekrochen? Eigentlich nicht, oder? So, dann holen wir hier die Horror-Kit-Bilder von der Wand. Ding-Dong. Hey, da war die nächste. Nice. Ach, die Klappe eben auf dem Boden, die ich wegsprengen wollte, war das Bild da drunter gekommen war, oder? Boah, ich bin aber auch fail, was? Ach ja. Nicht selektieren. Mann, nicht selektieren. Ah, man muss nach unten drücken und weghalten. So. So, dann hole ich doch die letzten Bilder hier runter. Gut, und das war's dann mit diesem Part. Im nächsten Part reden wir mal mit den Typen hier. Das habe ich mir extra aufgespart. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, hoffentlich sehen wir uns morgen wieder. Dann bis dahin, tschüss.